Wenn ein Engel sagt, dass ihr das hübscheste Mädchen seid, dann vertraut ihm und nicht dem Teufel. Schatz, du solltest mal anfangen abzunehmen. Hier ist sie, meine alte Jeans aus der 7. Klasse. Ich hoffe, ich passe da noch rein. Oh nein, ich krieg sie nicht zu. Das gibt's doch nicht. Kein Wunder. Was hast du erwartet, Gelee-Bauch? Zeit abzunehmen. Nein, du bist wunderschön. Engel, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Gut? Ein göttliches Frühstück ist fertig. Oh, Speck. Das ist so lecker. Hey, das ist mein Frühstück. Pfannkuchen, du bist auf Diät. Nimm einen Apfel und trink Wasser. Oh nein, ich bin spät dran. Das Ziel für heute sind 10.000 Schritte. Das reicht nicht. Du musst 12.000 erreichen. Ich weiß, wovon ich spreche. Puh, das ist eine Menge. Ich beginne mit dem Training. Ich bin jetzt schon müde. Was zeigt der Tracker an? Nur 8.000? Das reicht nicht. Red Hat, entspann dich. Ich werde dir helfen. Lass uns etwas spielen. Tischtennis ist der Lieblingssport der Engel. Genial, jetzt gibt es genug Schritte. Wow, der Tracker zeigt an, dass ich mein Ziel erreicht habe. Bin ich wieder schlafgewandelt? Dann werde ich einfach weiter schlafen. Ich kann locker zu Fuß ins Büro gehen. Moment mal, du hast deine Gewichte vergessen. Hier, nimm welche. Legt Steinsalz in Ziploc-Beutel. Wickelt ein paar Beutel in schwarzen Filz ein. Oh, das ist ein gemeiner Streich. Warum ist mein Rucksack so schwer? Ich kann ihn nicht tragen. Komm schon, Red Hat. Ich helfe dir. So ist es besser. Danke, Schutzengel. Hey, Engel. Dein Boss ruft dich. Hallo? Hilfe! Wenn Red Hat auf dem Laufband ist, wird der Teufel die Geschwindigkeit erhöhen. Lauf, Red Hat. Lauf! Aber der Engel hilft dir. Langsamer. Pass auf deine Knöchel auf. Das reicht alles noch nicht. Hier, zieh ein Pelzmantel an. Du musst dein Gewicht ausschwitzen. Eine leichte Brise wird dir helfen, damit du dich besser fühlst. Ich habe eine bessere Methode. Ich wickle dich in Plastikfolie ein. Das ist eine großartige, teuflische Gewichtsabnahmetechnik. Schwitze und verliere Gewicht, Red Hat. Ich kann diese Folter nicht zulassen. Warte, stopp. Ich werde die Folie etwas lockern. Fertig. Ups, das war wohl nichts. Der Teufel liebt es, fiese kleine Tricks auszuprobieren. Hey, du teuflischer Kollege, kann ich Red Hat eine Avocado geben? Die ist gesund. Okay, gib sie ihr. Super, Red Hat, ich habe eine Überraschung für dich. Probier diese saftige und süße Avocado. Sie schmeckt super, du wirst sehen. Sie ist nicht so gesund, wie man es erwarten würde. Was? Ist das ein Kuchen? Er stellt eine Avocado-Form aus essbarem Silikon. Bestreicht die Innenseite der Form mit Glasur, damit sie die gleiche Farbe wie eine Avocadoschale hat. Tragt ein paar Schichten auf. Kombiniert 50 Gramm geschmolzene weiße Schokolade mit 50 Gramm aufgelöster Gelatine und fügt 100 Milliliter Schlagsahne hinzu. Fügt zur Masse farbige Lebensmittelfarbe hinzu, damit es wie Avocadomark aussieht. Füllt die Form mit der Mischung und breitet sie gleichmäßig aus. Lasst die Mischung aushärten. Legt statt eines Kerns eine Praline hinein. Das ist die leckerste Avocado aller Zeiten. Danke, Engel. Was? Mich auszutricksen war eine schlechte Idee.
Ich werde deine Jeans wieder eine Nummer kleiner machen, Red Hat. Hier ist dein Lieblingskuchen. Genieß ihn. Lecker. Ich habe eine Woche lang von dir geträumt. Wer ruft mich denn an? Hallo? Red Hat, du hast geschworen, du würdest keinen Zucker mehr essen. Was ist denn jetzt los? Was ist mit meinem Kuchen passiert? Er ist gefroren. Ich wollte den Kuchen essen. Wie bekomme ich das Eis auf? Komm schon. Ich werde diesen Kuchen wohl nächsten Monat essen müssen, wenn das Eis geschmolzen ist. Eine leckere Donutlieferung. Es ist ein Geschenk des Universums. Guten Appetit. Ich werde das richtig genießen. Nicht so schnell. Ich achte auf deine Kalorien. Was? Warum sind diese Donuts so klein? Rollt Hefeteig zu einer gleichmäßigen Schicht aus. Schneidet kleine Kreise aus und macht Löcher. Frittiert die Donuts 30 Sekunden lang auf jeder Seite. Legt sie auf ein Papiertuch, um überschüssiges Fett zu entfernen. Taucht die fertigen Donuts in Glasur und verziert sie mit einer anderen Glasurfarbe. Wie süß! Ich muss diese klitzekleinen Donuts essen. Du solltest mir dafür danken, dass ich überschüssigen Zucker von dir fernhalte. Es ist ein ganz normaler Tag im Büro. Es gibt so viel Arbeit. Puh, ich bin fertig. Ich kann jetzt erstmal was essen. Red Hat, hier ist eine neue Aufgabe für dich. Oh nein, ich muss schon wieder eine Mahlzeit auslassen. Wie spät ist es? Was, schon so spät? Und ich habe noch nichts gegessen? Engel, du bist dran. Nicht übel. Engel und Teufel spielen Schach. Halt, es ist 5 Uhr morgens. Zeit aufzustehen. Komm schon, Red Hat. Ein neuer Diättag beginnt. Geh joggen. Nein, es ist zu früh. Schlaf, Red Hat. Und du verschwindest, böser Teufel. Sind deine Schnürsenkel wieder offen? Der Teufel will nur, dass du wieder stolperst. Was für ein gemütlicher Abend. Red Hat, lass uns trainieren gehen. Komm schon. Lass mich in Ruhe, Teufel. Wir schauen uns eine göttliche Komödie an. Verschwinde. Okay, Engel. Die Kräfte des Bösen verdunkeln das ganze Haus. Sieht so aus, als ob der Film vorbei ist. Ich werde ein finsteres Workout machen müssen. Red Hat, gib nicht auf. Nur noch ein bisschen. Sehr gut. Du hast es geschafft. Du bist ein Champion. Und jetzt musst du deine Bauchmuskeln trainieren. Hey, Roly Poly, nimm etwas Gewicht. Oh, es ist so schwer. Aber der Schutzengel wird deinen Schmerz lindern. Danke, Engel. Schneidet einen Kreis aus Styropor aus. Schleift die Oberfläche mit Sandpapier ab. Der Kreis sollte gleichmäßig aussehen. Schneidet ein rundes Loch in die Mitte. Und schneidet eine Gewichtszahl und Kilogramm aus Schaumgummi aus. Befestigt sie auf der Oberseite und bemalt es mit Acrylfarbe. Macht ein paar falsche Gewichte in verschiedenen Farben. Trainieren ist jetzt viel einfacher. Ich kann sogar 3 Gewichte gleichzeitig auflegen. Du machst das großartig. Danke. Ich werde dieses Workout dank der Hilfe des Engels schnell beenden. Dein Schnürsenkel hat sich wieder gelöst. Bind ihn schnell wieder zu. Diät-Tee ist eigentlich ein teuflisches Produkt.
Hier, du musst alles austrinken. Dann verlierst du sofort Gewicht. Oh Mann, mein Bauch tut weh. Was war in diesem Tee? Hilfe! Der Engel hat schon einen gesunden Smoothie für Redhead gemacht. Fügt 50 Gramm Johannisbeeren und 100 Gramm Brombeeren zu 300 Gramm Naturjoghurt hinzu. Mischt alles im Mixer und gießt alles in einen Becher. Trink das, du wirst dich gleich viel besser fühlen. Danke, Engel. Oh nein, das war zu viel. Mir ist wieder schlecht. Wie fandet ihr unseren Engel und Teufel? Schreibt uns, ob ihr auf Diät seid und auf wem ihr hören würdet. Wir sind gespannt, was ihr darüber denkt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.